Herzlich willkommen zum zweiten von insgesamt drei Teilen zum wunderschönen und weltbekannten Weihnachtslied O Holy Night. Ja, und ich hoffe, du hast schon ganz fleißig geübt mit dem ersten Teil letzte Woche. Und wenn du den ersten Teil jetzt noch nicht gemacht hast, dann würde ich dir empfehlen, starte am besten erstmal damit. Den Link findest du einmal hier oben. Da kommst du direkt zum ersten Teil, aber auch in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren solltest du einen Link zum ersten Teil finden. Ich spiele dir jetzt die Bridge erstmal vor, damit du schon mal hören kannst, wie das Ganze von der Melodie her klingen wird. Während wir im ersten Teil die Strophe des Stücks gelernt haben, geht es jetzt hier in diesem zweiten Teil um die Bridge, die dann sozusagen zum Refrain überleitet. Ja, und das Schöne ist, wir haben insgesamt nur 8 Takte und wenn wir mal schauen, haben wir von den Akkorden her immer 2-mal H-Dur und 2-mal E-Dur im Wechsel. Also eine linke Handbegleitung, die man sich wunderbar merken kann und die gar nicht schwer ist. Und besonders wenn du den ersten Teil schon gemacht hast, dann solltest du das jetzt im Schlaf auch können. Also am besten, wir üben jetzt einfach mal nur diesen Wechsel, 2-mal H-Dur, 2-mal E-Dur, um uns so ein bisschen warm zu spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also spielt diese beiden Akkorde mal immer im Wechsel und dann seid ihr für die linke Hand auch schon super vorbereitet. Jetzt schauen wir uns mal die Melodie in der rechten Hand an. Und zwar los geht's, wir legen den zweiten Finger auf das H und wir sehen schon, das Ganze beginnt jetzt mit einem Auftakt. Das heißt, wir haben auf der letzten Achtel, ja, im vorhergehenden Takt, haben wir einmal das H noch gedrückt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann erst geht's sozusagen los mit unserem B-Teil, mit unserer Bridge. Genau, und hier legen wir einfach immer den zweiten Finger. Der liegt immer auf dem H. Und ansonsten könnt ihr euch schon mal so von der Orientierung her merken, hier dritter Finger aufs Cis, vierter aufs Dis und fünfter Finger auf das E. Und der Daumen, der ist zuständig für das Gis und für das Fis. Ja, der bewegt sich immer hier auf diesen beiden Tasten. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Fis spielen müssen, dann müssen wir mit dem Daumen sozusagen dran denken, dass wir so ein bisschen nach unten ausscheren. Ja? Also ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, jetzt erstmal ohne Auftakt, einfach auf die 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt ausscheren nach unten und zurück zum H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ausscheren. Zurück zum H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, und eigentlich ist es gar nicht so viel zum Merken, weil wir haben hier Takte, die sich komplett identisch wiederholen. Nämlich, wenn wir mal den ersten, zweiten und dritten Takt anschauen und dann den fünften, sechsten und siebten Takt, da sehen wir schon, es ist genau das Gleiche, was nochmal wiederholt wird. Jetzt legen wir beide Hände zusammen und natürlich denken wir auch noch an den Auftakt, dass wir da noch einmal das H vorher spielen. Also der erste Akkord in der linken Hand fängt mit dem H-Dur an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ganz wunderbar. Und ich würde sagen, jetzt zum Abschluss wiederholen wir nochmal den ersten Teil und spielen danach gleich den zweiten Teil im Zusammenhang. Ja, du kannst jetzt entweder einfach zuhören oder die Noten mitverfolgen oder direkt am Klavier mitmachen. Also ich würde sagen, wir sind schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Der Großteil des Songs ist geschafft und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Wiederhole nochmal den ersten und den zweiten Teil, dass du dann auch schön vorbereitet bist. Und im dritten Teil werden wir dieses Stück dann zu Ende bringen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Denn der Refrain ist wirklich sehr, sehr schön und bildet meiner Meinung nach das Herzstück dieses Songs. Wenn du dir jetzt nochmal den ersten Teil genauer anschauen möchtest, dann verlinke ich den dir hier oben. Ansonsten findest du auch die Links zu den anderen Teilen unten in der Videobeschreibung. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Stück bis hierhin. Und wenn du ganz fleißig bist und du sagst, ach, das reicht mir nicht, ich will jetzt noch mehr Weihnachtslieder üben, dann schau auch unbedingt in meine Weihnachtsplaylist rein. Da findest du auch noch mal das ein oder andere schöne Weihnachtslied.